Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es mal wieder um einen vermissten Fall aus den USA. Jason Laundrie verließ am Sonntag, dem 13. September 2020 gegen 23 Uhr seine Wohnung in San Marcos, Texas. Der 21-Jährige, der an der Texas State University studierte, hatte alle seine Abschlussprüfungen beendet und war auf dem Weg zu seinen Eltern in Missouri City, Texas, um dort die Winterferien zu verbringen. Er war gut gelaunt, als er die 165 Meilen lange Fahrt nach Missouri City antrat, aber er kam nie im Haus seiner Eltern an. Sein Nissan Altima wurde später in der Nacht aufgefunden, ein Wrack und verlassen. Es war nur 30 Meilen von seiner Wohnung entfernt. Jason war nicht in der Nähe seines Autos und er wurde nie wieder gesehen. Ein freiwilliger Feuerwehrmann, der nach einem Einsatz nach Hause kam, fand den Altima kurz nach 0.30 Uhr auf der Salt Flat Road in der Nähe von Laleen, Texas und rief die Polizei an und mitteilte, dass der Wagen gegen einen Baum geprallt war. Ein Beamter der Texas Highway Patrol kam zum Unfallort, fand aber auch keine Spur von Jason. Zunächst ging der Beamte davon aus, dass es sich wahrscheinlich um einen betrunkenen Fahrer handelte, der sein Auto zu Schrott gefahren und dann vom Unfallort geflüchtet war, um nicht verhaftet zu werden. Er forderte einen Abschleppwagen an, der den Altima abholen und auf einen Abschlepphof bringen sollte. Als das Fahrzeug gefunden wurde, waren die Scheinwerfer eingeschaltet und die Schlüssel steckten noch im Zündschloss. Alle Türen mit Ausnahme der vorderen Fahrertür waren verschlossen und im Wageninneren befanden sich Jasons Mobiltelefon und einige andere persönliche Gegenstände. Etwa 900 Fuß vom Auto entfernt fand der Beamte Jasons Rucksack, eine Baseballkappe, eine kleine Tüte mit Toilettenartikeln und einen Plastikbecher mit seinen Betafischen, die tot waren. In seinem Rucksack fand der Beamte eine kleine Menge Marihuana, Jasons Laptop und eine Spielausrüstung. Während der Beamte auf das Eintreffen des Abschleppwagens wartete, durchsuchte er das Handschuhfach und fand die Zulassung des Wagens. Er war auf Jasons Eltern, Kent, in dieser Laundrie zugelassen. Der Beamte rief sie an und teilte ihnen mit, dass der Altima in einen Unfall verwickelt war. Als sie erfuhren, dass Jason nicht am Unfallort war, fuhr Kent sofort nach Lanning, um zu sehen, was los war. Kent, der leitende Pastor einer Kirche in Missouri City, suchte verzweifelt nach seinem Sohn und hatte das Gefühl, dass die Highway Patrol nicht genug tat, um Jason zu finden. Er beschloss, die Gegend auf eigene Faust zu durchsuchen. Kent fand mehrere Kleidungsstücke von Jason, darunter ein paar Shorts, ein Hemd, ein paar Socken, ein paar Unterwäsche, ein paar Schuhe und eine Armbanduhr. Befragungen von Jasons Schulfreunden bestätigten später, dass es sich bei den auf der Straße gefundenen Kleidungsstücke um dieselben handelte, die er getragen hatte, als er sich auf den Heimweg machte. Die schienen darauf hinzudeuten, dass Jason sich ausgezogen hatte, nachdem er aus dem Autowrack ausgestiegen war, obwohl die Temperatur nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt lag. Die Ermittler erklärten, es gebe keine Anzeichen dafür, dass Jasons Auto von der Straße gedrängt worden sei. Alle Schäden an seinem Wagen seien entstanden, als er gegen zwei Bäume prallte, nachdem er von der Straße abgekommen war. Möglicherweise war er ausgewichen, um einen Zusammenstoß mit einem Reh zu vermeiden und hätte dann überkorrigiert, so dass sich sein Auto drehte und mit dem Rumpf voran gegen die Bäume prallte. Es gab keine Lackierungsspuren oder also Lackspuren oder andere Hinweise darauf, dass ein zweites Fahrzeug beteiligt gewesen wäre. Am Montagabend waren staatliche und örtliche Polizeidienststellen sowie Dutzende von Freiwilligen an der Suche nach Jason beteiligt. Die Ermittler gingen davon aus, dass sich der Unfall wahrscheinlich kurz vor seiner Entdeckung ereignet hatte, was bedeutet, dass Jason nur wenig Zeit hatte, das Gebiet zu verlassen, bevor die Polizei eintraf. Man war sich nicht sicher, ob er sich selbstständig aus dem Staub gemacht hatte oder ob er von jemandem abgeholt worden war. Aber es meldete sich niemand, der behauptete, ihn nach dem Unfall gesehen zu haben. Dean Cockrell, Sergeant des Texas Department of Public Safety, sagte, dass eine Handvoll verschiedener Behörden an der Suche beteiligt war. Aber am Dienstagabend wusste immer noch niemand, was mit Jason passiert war.
Wir haben das gesamte Gebiet mit DPS-Hubschraubern und Drohnen abgesucht. Andere Behörden sind gekommen, staatliche und lokale, sogar das texanische Such- und Rettungsteam mit ihren Hunden. Alle hatten nichts gefunden. Lisa Landray machte sich Sorgen, dass Jason bei dem Unfall verletzt worden war und nicht mehr nach Hause kommen konnte. Er ist allein, er hat weder sein Handy noch sein Portemonnaie dabei und es ist kalt draußen. Vielleicht ist er verletzt. Ein paar Bluttropfen waren auf seiner Kleidung gefunden worden, die er auf der Straße zurückgelassen hatte. Aber es war nicht genug, um auf eine ernsthafte Verletzung zu schließen. Obwohl es keine Hinweise darauf gab, dass Jason sich noch in der Gegend aufhielt, sagte Sergeant Cockrell, dass die Suche weitergehen würde. Wir werden so lange weitersuchen, bis wir glauben, dass es keine Hoffnung mehr gibt, was in 2, 3 oder 4 Tagen der Fall sein könnte. Wir werden so lange weitersuchen, bis wir ihn entweder gefunden haben oder eine Antwort gefunden haben. Die Suche wurde am Dienstag intensiviert und Texas Equus Search schloss sich der Suche nach Jason an. Die Suchteams durchkämmten das abgelegene Gebiet, nördlich von Darling, wo das Auto gefunden worden war. Felix Cortinas, der in der Gegend ein Grundstück besitzt, sagte gegenüber Reportern, es ist ein Ort, an den sich jemand leicht verirren kann. Es gibt viele alte Brunnen, die nie verschlossen oder zementiert wurden, nur Löcher. Und viele Bäche, viele steile Ufer. Die Spurhunde konnten Jasons Fährte aufnehmen, die vom Auto wegführte, was darauf hindeutete, dass er vom Unfallort weggelaufen war. Die Hunde verfolgten seine Fährte etwa eine Viertelmeile in Richtung Darling, bevor sie verschwand. Es war möglich, dass an diesem Punkt zu jemandem ins Auto gestiegen war. Die Suche wurde dann am Mittwoch fortgesetzt und die Beamten beschlossen, einen Teich in der Nähe der Unfallstelle abzusuchen, nachdem die Suchhunde Jasons Witterung in der Nähe des Gewässers aufgenommen zu haben schienen. Das Suchteam erhielt einen Sonartreffer, der der Form einer Leiche ähnelte, worauf die Entscheidung getroffen wurde, den Teich trocken zu legen. Jasons Familie versuchte sich auf das Schlimmste vorzubereiten und wartete ängstlich, während der Teich abgelassen wurde. Aber von Jason gab es keine Spur. Das texanische Sicherheitsministerium und Mitglieder von Texas Equus Search suchten am Donnerstag mehrere Gebiete in der Nähe des Fundortes von Jasons Auto ab, um nach allem zu suchen, was bei der ersten Suche übersehen worden sein könnte. Sie fanden nichts und gaben zu, dass sie langsam das Schlimmste befürchteten. Ein Reporter fragte Kent, ob er glaube, dass Jason sich irgendwo verstecke und Angst habe, nach Hause zu kommen, weil er das Auto seiner Eltern zu Schrott gefahren habe. Aber Kent glaubte das nicht. Er hatte jedoch eine Nachricht für Jason. Mach dir keine Sorgen. Das Auto ist nur ein dummes Auto. Wir haben dich lieb. Ruf jemanden an. Ruf die Polizei an. Komm nach Hause. Wir wollen nur, dass du nach Hause kommst. Eine Woche nach Jasons Verschwinden gab es kaum Fortschritte bei der Suche nach ihm. Am 20. Dezember 2020 wurde eine Gebetswache für den Vermissten abgehalten und seine Eltern dankten der Gemeinde für ihre Unterstützung bei der Suche. Kent bemerkte, wir leben die schlimmsten Träume aller Eltern. Es fühlt sich wie ein schlechter Traum an, ein böser Traum, aus dem wir hofften aufzuwachen. Ich bete, dass mein Sohn am Leben ist und bete, dass sich jemand um ihn kümmert. Das Büro des Sheriffs von Caldwell County wurde nicht sofort eingeschaltet, um Jasons Verschwinden zu untersuchen, da der Beamte der Highway Patrol, der zu dem Autounfall gerufen wurde, nichts Ungewöhnliches an dem Unfall fand. Das bedeutete, dass die Ermittler des Sheriffbüros keine Gelegenheit hatten, sich das Auto anzusehen, bevor es auf einen Abschlepphof geschleppt wurde. Jason war bereits seit fast einer Woche verschwunden, bevor der Fall an sie übergeben wurde. William Miller, Sergeant von Caldwell County, räumte ein, in den ersten Stunden nach der Entdeckung wurden bestimmte Dinge nicht getan. Wir haben keine echte Vermisstenuntersuchung durchgeführt. Nachdem der Fall an das Büro des Sheriffs übergeben worden war, mussten die Beamten erst einmal aufholen. Sie arbeiteten daran, herauszufinden, wo Jason in den Stunden vor dem Autounfall gewesen war und befragten seine Freunde und Klassenkameraden. Am 22. Dezember 2020 erklärten die Freiwilligen von Texas Equus Search, dass sie die Suche nach Jason einstellen würden.
Sie waren der Meinung, dass das gesamte Gebiet gründlich abgesucht worden war, ohne dass man Hinweise auf Jason gefunden hatte. Sie versicherten Jasons Familie, dass sie eine weitere Suche starten würden, falls das Büro des Sheriffs glaubwürdige Hinweise auf Jasons Verbleib erhalten würde. Die Ermittler durchkämmten weitere 300 Hektar Land in der Nähe von Lurleen, fanden aber keine Spur von Jason. Sie setzten auch eine Drohne ein, um Videoaufnahmen vom gesamten Gebiet zu machen, die dann akribisch nach möglichen Beweisen durchkämmt wurden. Wie bei allen anderen Suchaktionen blieben auch diese ergebnislos. Als sich die Suche nach Jason dem Ende zuneigte, war der Sheriff von Caldwell County, Daniel Law, zuversichtlich, dass sich der Vermisste nirgendwo innerhalb der 31 Quadratmeilen befand, die abgesucht worden waren. Wir werden nicht darüber spekulieren, was mit Jason passiert sein könnte, aber wir sind der Meinung, dass das weite Gebiet um den Unfallort gründlich abgesucht wurde und Jason immer noch nicht gefunden wurde. Detektive des Caldwell County Sheriff's Office reisten nach Missouri City und befragten Jasons Eltern und Geschwister. Sie sammelten auch mehrere Gegenstände ein, die in Jasons Auto gefunden worden waren, um sie auf mögliche forensische Beweise zu untersuchen. Kent appellierte öffentlich an alle, die Informationen über den Verbleib seines Sohnes haben, sich zu melden. Wenn jemand etwas weiß oder etwas wissen könnte, ihn vielleicht gesehen hat, bitte sagen Sie es jemandem. Er wollte unbedingt, dass sein Sohn rechtzeitig zu Weihnachten zu Hause ist. Sergeant Miller sagte gegenüber Reportern, dass er nicht genug Informationen habe, um sich eine Meinung darüber zu bilden, was mit Jason geschehen sei. Aber er hoffe immer noch, ihn lebend zu finden. Wir versuchen alle unsere Spuren zu verfolgen. Es wäre einfacher gewesen, wenn wir vor einer Woche damit begonnen hätten. Jasons Familie stimmte dem zu. Sie kritisierte die Art und Weise, wie das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit den Fall behandelt hatte und fragte sich, ob Jason sofort gefunden worden wäre, wenn der Fall von Anfang an dem Büro des Sheriffs übertragen worden wäre. Am 29. Januar 2021 erklärte das Büro des Sheriffs von Caldwell County, dass sie Zugang zu den meisten Handy- und Computerdaten von Jason hatten. Sie erfuhren, dass in der Nacht seines Verschwindens um 23.24 Uhr kurz sein GPS abschaltete, um Snapchat auf seinem Handy zu öffnen. Er verpasste eine Abzweigung und landete auf der Salt Flat Road, wo sein Auto um 12.31 Uhr, also 0.31 Uhr, gefunden wurde. Obwohl sein Handy noch eingeschaltet war und ein Signal hatte, benutzte er es nach 23.24 Uhr nicht mehr. Und die Beamten versuchten herauszufinden, was danach geschah. In einem Facebook-Post schrieb das Büro des Sheriffs: Es gibt keine Hinweise darauf, dass Jason unterwegs war, um sich mit jemandem in oder um Lurleen zu treffen oder die Absicht hatte, sich mit jemandem zu treffen. Sie glaubten, dass er einfach zufällig auf der abgelegenen Schotterstraße gelandet war, nachdem er eine Abzweigung verpasst hatte, die er hätte nehmen müssen. Das Büro des Sheriffs von Caldwell County und die Texas Rangers arbeiteten gemeinsam an der Aufarbeitung der Beweise in diesem Fall. Dazu gehörten auch, dass einige der Gegenstände einem DNA-Test unterzogen wurden, um zu bestätigen, dass sie Jason gehörten. Am 26. Februar 2021 führte die Texas Search and Rescue eine dreitägige Suche nach Jason durch. Die Gruppe setzte Hundeteams, Reiter, Drohnen und Hubschrauber ein, um Caldwell County zu durchsuchen. Sie durchkämmten rund 50 Quadratmeilen, fanden aber leider keine Spur von Jason. Im Mai 2021 kündigte Jasons Familie an, dass sie eine Belohnung in Höhe von $10.000 für Hinweise aussetzen würden, die zu seiner sicheren Rückkehr führen. Toletta Copeland, ein pensionierter FBI-Agent, der sich freiwillig für die Suche nach vermissten Personen zur Verfügung stellt, erklärte: Wenn Sie etwas wissen oder etwas gesehen haben, können wir Sie beschützen. Wir können Sie vertraulich behandeln. Rufen Sie uns einfach an und sprechen Sie mit uns. Ein Jahr nachdem Jason sich auf den Weg gemacht hatte, um über die Feiertage nach Hause zu fahren, war er immer noch verschwunden. Der Fall blieb zwar offen, aber die Ermittler hatten keine nennenswerten Hinweise gefunden und wussten immer noch nicht, was mit ihm geschehen war. Sowohl das Caldwell County Sheriff's Office als auch Texas Search and Rescue
hatten mehrere zusätzliche Suchaktionen nach dem vermissten Jason durchgeführt, aber keine Hinweise auf seinen Verbleib gefunden. Die Monate vergingen und der Fall begann sich zu verzögern. Im Dezember 2022 war Jason bereits seit 2 Jahren verschwunden und die Ermittler konnten sich nicht einigen, was mit ihm geschehen war. Während die Ermittler des Caldwell County Sheriff's Office davon ausgehen, dass Jason sich vom Unfallort entfernt hat und von sich selbst verschwunden ist, glauben seine Eltern und ein pensionierter FBI-Ermittler, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Ken glaubt, dass der erste Beamte am Tatort Jason in dem Moment abgeschrieben hat, als er Marihuana in seinem Rucksack fand. Es fühlt sich einfach so an, als ob dein Kind weggeworfen wird, weil sie alles in dieser Untersuchung mit solcher Gleichgültigkeit behandelt haben. Ken wies darauf hin, dass er derjenige war, der Jasons Kleidung auf der Straße fand, nachdem Jasons Auto bereits abgeschleppt worden war. Am 2. Jahrestag des Verschwindens ihres Sohnes hatten sich Kent und Lisa mit der Tatsache abgefunden, dass Jason wahrscheinlich nicht mehr am Leben war. Aber sie wollten wissen, was mit ihm geschehen war und ihn für eine angemessene Beerdigung nach Hause bringen. Abel Penner, ein pensionierter FBI-Agent, der das Projekt Absentis leitet, eine gemeinnützige Organisation, die Familien von vermissten Personen hilft, sagte, dass er und sein Ermittlerteam glauben, dass Jason Opfer eines Verbrechens wurde. Ich denke, das größte Warnsignal für uns waren die Kleidungsstücke, die dort lagen, wo sie hingelegt wurden. Wir waren uns alle einig, dass es so aussah, als ob es inszeniert war. Er glaubt nicht, dass Jason am Steuer des Wagens saß, als dieser verunglückte. Jeff Ferry, Captain des Sheriffs von Caldwell County, stimmte zu, dass Jason wahrscheinlich tot ist. Aber er glaubt nicht, dass dies das Ergebnis eines Verbrechens war. Er stellte fest, dass Jason in dieser Nacht seinen Freunden Nachrichten über Marihuana und andere persönliche Dinge geschickt hatte. Wenn wir uns die Gesamtheit der Dinge ansehen, zeichnet das wirklich ein Bild von einer fast inneren Krise, mit der Jason zu kämpfen hat. Er glaubt, dass Jason zu Fuß geflohen ist, nachdem er einen Unfall mit seinem Auto hatte. Und dass sie einfach nicht in der Lage waren, seine Überreste zu finden. Jasons Eltern wollen ihn einfach nur finden, egal was der Grund für sein Verschwinden sein mag. Ken wies darauf hin, dass die Strafverfolgungsbehörden anscheinend sofort davon ausgingen, dass es sich bei Jason um einen drogenabhängigen College-Jungen handelte und sich daher wenig Mühe gaben, ihn zu finden. Sie sahen seine Kleidung mitten auf der Straße liegen und haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, sie aufzuheben. Wenn man wirklich glaubt, dass da ein College-Student nackt herumläuft, wenn es knapp über 0 Grad ist, sollte man da nicht wenigstens nach ihm suchen? Für Jasons Eltern, Geschwister und Freunde und andere Verwandte wird er immer mehr sein als nur ein weiterer vermisster College-Student. In den letzten 2 Jahren haben sie alles getan, um auf Jasons Verschwinden aufmerksam zu machen und dafür zu sorgen, dass er nicht vergessen wird. Sie haben Gebetswachen abgehalten, Suchaktionen organisiert und Geld für eine Belohnung gesammelt. Sie halten jedes Mal den Atem an, wenn eine nicht identifizierte Leiche gefunden wird. Und sie halten die Erinnerung an all die schönen Momente fest, die sie mit Jason geteilt haben, und beten, dass sie eines Tages wieder mit ihm vereint sein können. So, das war der Vermisstenfall von Jason, also ein relativ neuer Fall, möchte man mal sagen. Meistens sind es ja Fälle, die ich mache, die schon deutlich älter sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!